Ey Freunde, ihr denkt gerade, ich lüge euch an, aber ich schwöre auf meine Mutter. Wir haben gerade 23.12 Uhr, 24.09.2021. Mein Freund Maris kennt ihr ja. Er hat mir geschrieben um 23.01 Uhr, Bro, ich fahr später nach Bosnien. Willst du mitkommen? Komm am Sonntag zurück. Waren genau, ja komm mit, ja so in 1 bis 2 Stunden. Wie machen wir das? Brauchen wir Test oder so? Ja, Bro, oder genesen. Ich so, ja. Und Bruder, ich bin gerade beim Videoschneiden und ich habe heute einen Test gemacht, Digga. Ehre. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt einfach nach Bosnien zu fahren. Rebri hat auf jeden Fall eine Shisha-Bar dort. Eine halbe Stunde von Sarajevo. Freunde, ich nehme euch mit auf einen kranken Vlog. Küsse eure Herzen, bleibt gespannt und gebt für diese Aktion einen Daumen nach oben. Ich bin selber sprachlos, ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich werde jetzt erstmal mit dem AMG zu mir nach Hause fahren. Werde ich meine Sachen packen und dann werde ich direkt nach München fahren zu Maris. Wohnt nämlich in München, 60 Kilometer von mir. Und dann geht's los, Han, nach Bosnien. Bin mega gespannt, wie Bosnien ist. Irgendwann später. Mann, schaut, das ist mein Lieblingsessen. Ente mit Reis, mit Gemüse und Kantonsoße. Freunde, ich habe jetzt gegessen und geduscht. Ich packe jetzt erstmal meine Sachen. Ich fange jetzt erstmal an mit der Tasche aus der Türkei, die ich seit 10 Jahren habe. Eine Hose. Kurze Hose. Ja, das war's eigentlich. Ihr dachtet, safe, ich lüge, ne? Ich werde jetzt erstmal mit meinem Auto nach München fahren. Und von Maris aus fahren wir mit seinem Auto weiter nach Bosnien. Und ich bin mega gespannt. Ah, ich muss noch kurz zur Bank gehen. Digga, hier steht einfach mein Auto kurz und hier ist die Bank. Aber muss ich mal Igelland? Ich habe mich enterschockt. Oh, schaut mal, ein Feini, der hat Angst. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld abheben. Schmeckt, Digga. Okay, Freunde, ist jetzt soweit. Amana Çaktıkları. Büni fährt heute nach Bosnien. Punkt aus Ende. Ewa. Okay, let's go. Das Ding ist, ich kenne kein Video, wo ich nicht in Tankreserve bin. Ich bin jetzt auf der Autobahn Richtung München. Digga, stell dir mal vor, ich fahre mit dem AMG nach Boston. Ich glaub's einfach nicht. Es geht immer darum, dass er in Tankreserve ist. Hier beim Team Maiko. Hey! Hey! Hey, was mach ich hier, Alter? Also ich komme. Freunde, ich bin jetzt... KDW Barussia! A2 Kickdown, 5 Stunden Rotterdam, Doppelbahn, BLM, Bosse, jetzt ist Dovina, Ra! Kick mir kippen und dein Handy schaut! Ja, Mann, ich will Kali f***en so wie... Amana Kuim, Digga, warum geht einfach Musik aus? Okay, let's go! Jawohl, new Vlog Bosnien, ihr wisst ja schon! Okay, let's go! Willkommen meine Damen und Herren, heute befinden wir uns auf einer Achterbahn hier nach unten in München. Hello, let's go, 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 go. Oh, Bro, es ist so steil hier. Walla, Bila, wenn du ein tiefer gelegtes Auto hast, hast du keine Chance hier runterzufahren. Okay. Arm geht, Bruder, Herr oh. Legende. Legende, Bruder, Legende. Aber das ist nicht normal, Digga. Ist nicht normal, oder? Ist nicht normal, Bro. Da ist irgendwas gemacht worden, Bro, 100%. Wir nehmen einfach Kaffeemaschine. Seitdem ich mit Leo im Urlaub war, ja. Geht nur noch wie er. Ja. Ich so zack, zack, Bissl und so. Ja, auch Action sind's. Ja. Action sind's. Hey, erstmal schöne Grüße an Leo. Ich liebe diesen Jungen über alles. Der hat einen Knacks, Digga. Er ist der Wingman des Jahrhunderts. Ich muss dir noch eine Story erzählen. Man hört einfach nichts, man denkt... Digga, du kannst dagegen boxen. Das ist wie Beton. Boah. Tupac hätte das überlebt, Alter. Aber hier nicht, Alter. Hier nicht, aber hier. Boah, Tupac hätte safe überlebt. Stell dir vor, hier ist so ein Loch drin. Wie lange fahren wir jetzt eigentlich so dahin? Auf entspannte Basis 9 Stunden, aber man kann es auch früher schaffen. Das schnellste, was ich geschafft habe, war 7,5. Bist du müde? Ich schwör, wir hatten Corona, Digga, beide. Ja, wie war es so? Bro, ich habe einfach mal immer noch keinen Geschmack. Bei ihm war es schlimmer, bei mir ich habe keinen Geschmack, keinen Geruch, Digga. Ich schwör auf alles? Ich schwör auf alles. Riechst du mein Parfüm nicht gerade? Nein. Alter, Bro. Ich schwör. Aber wie war es so, abkacken und so? Bro, 4 Tage tot. Das ist mal aussteigen. Keine Ahnung, ja, abchecken, wo Problem. Aber nein, der Typ ist auch lesen. Der Junge war schon immer anders, ich schwöre. Jetzt einfach auch so. Ja, wir auch gehen mit ihm so ein bisschen. Was machst du? Bist du bescheuert, Alter? Ewa, der ist noch frisch, Bro. Das ist übermorgen, ich sag dir. Machen wir Abbruch oder was? Das Problem ist, du kommst hier nicht raus. Das ist vorbei. Die Scheiße, du kommst nicht raus. Vorbei. Wohnwagen? Ja, mein Wohnwagen ist umgeknickt. Lade. Alles klar, Bruder. Wie bei Deutsch umgeknickt, oder? Ja, das Auto. Wir sind jetzt in Österreich angekommen. Bro, wir haben noch laut Navi 8 Stunden, Bro, aber wir sind viel früher da.
Das ist eine Fahrt, die man auf jeden Fall easy packen kann. Wir sind gut unterwegs. So einmal kurz im Stau, so keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Sonst die Wege leer, Digga, wie in der Nacht war immer eigentlich. Zum Glück, Bro, das war ja, einfach Wohnwagen hat sich gedreht. Ja, ich verstehe nicht, wie hat er das geschafft? Ist runtergefallen in deinem Baum in Leitplanke rein. Bro, wann gehen wir wieder Croatia, Mann? Ich hoffe Frühling, wenn, also März, April, sowas. Wir sind einfach mit Opel Corsa, kein TÜV, der hätte nix und trotzdem gefahren. Bro, wir haben jeden Tag gegrillt. So, war wie so Überlebenskern, Bro. Weil dann Grill anmachen, ja, mit Föhn, dann ist geschmolzen, dann am Arsch. Dann Föhn. Wir haben diesen Grill einfach nicht anbekommen, gar nicht. Ja. Guck, diese Melissa hat mich so angeschaut. Ich war nur noch so im Hintergrund, Leo so, oi, da so. Ja, genau diesen Blick hat er gemacht. So. Oh, dieser Junge. Ja. Ja, du bist mit wem du bist. Weil er ist Wingman, sein Vater. Ich liebe diesen Jungen. Und ihn macht immer Mommy. Kerl, Alter. Kerl. Junge, ist auch witzig. Kerl, wuchst du mich nicht ab, Alter. Ja. Wenn er eingesehen hat, dass vorbei ist, Bro, dass er nichts mehr sagen kann. Kerl, rein auf, was laberst du? Ja, Digga, scheiße, Mann. Schöne Grüße gehen raus an Leon und Mommy, Alter. Aber mit Opel Corsa oder so in der Türkei auch geil. Wäre auch Istanbul, wärst du dabei? Aber Bro, natürlich, oha, Bro. Oha, aber wäre doch viel geiler, wenn du so Sprintlauch einbaust und hinten so richtig so mit LED so eine geile Lounge. Geil. Mit Fernseher, mit Blazy, Bro, aber mit T-Shirt. Aber ich, warte mal, Leo. Auf Netflix. Diese Serie heißt Squid Games. Bro, die Serie ist so krank. Alle meine Freunde schauen die gerade an und die ist behindert gut und ich empfehle die euch echt weiter. Total Feeling. Hier wieder die legendäre Tankstelle, die ist wieder mit Maris. Legendary. Schau den Ort da hinten an und denk mir, Alter, man, es waren Zeiten, das waren, wir uns Schicke geraucht haben. Bro, oh, such mal, wir haben keine Maske. Ich hab Maske. Echt, was denn? Ich kontrolliere irgendwie Test oder so, keine Ahnung. Ich hab einfach ein bisschen geschlafen, ich hab einfach Nackenschmerzen, Land. Einfach 5 Uhr morgens, Bro. Bitte überfahr mich. Hallo. Ja, natürlich hat's geklappt, Alter. Aber war grün, oder was? War grün, weiß ich nicht. Da hab ich's manuell nachgesehen. Durst hab ich richtig. Das ist der legendäre Cappuccino. Ja, das ist der legendäre Cappuccino. Wallah, ich kenn den. Bist du müde? Nein, ich bin nicht müde, aber wie besoffen. Mango Drink. Niemals hol ich sowas, bist du bescheuert, Alter. Wieso, Bro? Wer hat dich verarscht, Bro? Hä, willst du mich verarschen? Und ich nehme ein Powerade. Das ist der Oshi. 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 Du hast doch Gebäck immer von hier geholt. Ja, normal, Bro. Okay, let's go. Oh, der ist geil. Mit Käse, oh. Bro. Und dieser Joghurt. Okay, wir sind on Action, Digga. Natürlich, mein Bruder. Dein Herz. Danke, Mann. Liebe Gänger, mach's gut, gell? Ciao, ciao. Okay, let's go, wir sind on Action. Bosnien, wir kommen. Alter, meine Maske fällt einfach runter. Junge ist am Ende, er trinkt ganze Zeit Joghurt, Bruder. Schau auf meine Mutter, Bruder, ich komm jedes Mal her, du kaufst Joghurt. Ja, Bro, jedes Mal mit dieser Kombination. Ah, stimmt, er kauft immer diese Börek, Bruder. Wir haben hier Lunchpaket, Alter, von Mr. Maris. Das ist das crackigste Crack-Essen, was richtig gut schmeckt. Murk, da ist einfach Käse drin, Bro. Uff, diese Börek, Amunakui. Bro, ich liebe diese Vlogs, wenn wir ins Ausland fahren. Ich schwöre, Maris. Bismillah. Das ist ganz links immer diese Flashbacks. Oh ja. Hier, probier. Bro, bitte. Bitte, Bro, mit dem als Kombi. Bitte nicht, Bro. Ist, niemals trinke Joghurt, Alter. Iron Tower, aber Joghurt ist zu viel. Auf Oktoberfest, Bruder. Auf Oktoberfest für Arme, Bruder, auf Schreibtisch. Papp, mach das so. Also, in dieser Serie geht es darum, Aufgaben zu machen. Kannst du euch nicht spoilern, scheiß drauf. Gibt auf jeden Fall muss man Murmeln spielen. Ich werf eine Murmel und er muss meine Murmel treffen. Also dieses Murmelspiel, diese Handbewegung, so irgendwie hat er gemacht. Aber ich kam aus der Hölle, Bruder. Okay, let's go, let's go, let's go. Warte mal, 10 Sekunden in der Spur. Warte. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich bin schon so witzig, Bro. Welche Grenze ist das jetzt, Bro? Kroatien? Ja, wir fahren jetzt in Kroatien. Wie lange haben wir noch nach Bosnien, Bro? 4 Stunden. Mein Leben ist gefickt, Alter. 4 Stunden, Bro. In 24 Minuten, aber wir schaffen 4 Stunden. Wir schaffen. Ja, mein Leben ist gefickt. Ja, Bro, es ist 7 Uhr. Was erwartest du? Du denkst jetzt auch, es ist schon 12 Uhr. Ja, mach. Okay, let's go. Bildschirm, Digga, Sonne ist auf dein Gesicht. Freunde, wir fahren jetzt in die kroatische Grenze rein. Ich hoffe, die fickt nicht unser Leben. Rüter.
war, Digga? Wo ist sie? Ich sagte, fahr durch. Ja. Ja, wie, Digga? Wie, der sagt, fahr durch. Du hast doch gesehen, Bruder. Alter, wie geil, Alter. Er hat ja gar keinen Bock gehabt, gell? Er ist okay, let's go. Junge, da siehst du reiche Männer, Alter. Die lassen ihr Rückgeld einfach da drin. Willst du mich verarschen? Gib mir 5 diese Münzen, je 5 Lipa. 5 Lipa ist nicht mal 1 Cent, Bro. Ach so. Oder gib mir 5 Münzen da. Wo ist denn Edgar, Bro? Einfach 1 Euro zu 2 Mark. Schau, wie er sich freut. Er sagt 1 Euro gleich 2 Mark. Ja, schau, Bro, wie glücklich er ist. Seine Augen sind aufgegangen. Bist du müde? Nicht? Ja, Bro, wenn du nicht müde bist, dann fahr ich nicht. Aber wenn du nicht mehr kannst, dann fahr ich. Aiwa! Aiwa! Nee, ist am Ausrasten. Schau mal, rechts ist einfach ein Löwe, Digga. Wo? Siehst du? Wo er zu geglaubt geht, ganz kurz, Alter. Okay, let's go. Komm nicht drauf klar. Viel zu spontan alles. 8.44 Uhr, Bro. Wie lange haben wir jetzt noch so? Ja, maximal 3 Stunden. Soll ich fahren? Nein, Bro, ich will jetzt nicht fahren. Wenn die Sonne draußen ist, kann ich nicht mehr. Ich will dir sagen, du kommst zu Hause an. Das soll ich dir sagen. Wie wenn du kurz vor Türkei bist. Alter, fängt das schon wieder an. Wäre Türkei genauso nah wie Bosnien, ich glaube, ich würde hier gar nicht mehr wohnen in Deutschland. Sieht man die Kaffeemaschine? Was? Musst du versteuern, gell? Wenn die irgendwas machen. Die ist gebraucht, weißt du, die geht ein auf Show. Die Kaffeemaschine geht nach Sarajevo zur Reparatur ein auf. Die neue, wer würde es nicht funktionieren? Wir haben Kaffeemaschine dabei da hinten. Jetzt sind wir endgültig Crowns Club angekommen. Let's go, let's go, let's go. Wie heiß es draußen ist, Mann. Ist die Grenze zu Bosnien. Ich bin auf eure Tests. Freunde, wir sind jetzt an der Grenze. Brauchst du Test? Stabil, stabil. Wenn diese Kaffeemaschine jetzt nicht durch die bosnische Grenze kommt, will ich, dass bei Tropical in München Kaffeepreise um 50 Cent teurer werden. Die verhandeln. Wir waren jetzt mit dem lieben Maris einmal kurz 2 Minuten in Bosnien, weil der Bruder eine Kaffeemaschine hat, Alter, die das irgendwie nicht durch die Grenze gelassen haben. Fahren wir jetzt durch eine andere Grenze durch. Bro, stell dir vor, die lassen uns jetzt auch nicht durch. Was machst du dann? Sag mir bitte nichts von dieser Geschichte. Ich schwöre, ich bin nicht schlecht drauf. Ich bin noch fix und fertig. Diese Kaffeemaschine fickt jetzt noch mein Leben. Wir wollen nebenbei ein bisschen Videos schneiden. Ich fick einfach diese Dörfer, Digga. Wir sind nicht durch die Grenze durchgekommen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Und fahren jetzt über eine andere Grenze nach Bosnien wegen der Kaffeemaschine von Maris. Wir schneiden unser Video weiter auf Edge. Habt ihr eigentlich eure Serie zu Ende geschaut? Ja. Wir sind jetzt an der nächsten Grenze angekommen. Wir machen ein bisschen Taktik. Die Kaffeemaschine da unten. Wir sind einfach unsere Taschen zu drüber, dass die Leute denken, wir haben Gepäck. Noch was drauf? Nee, Bro, falsch. Bro, 50-50 Chance, ich sag dir ehrlich. Bro, sag, ich bin YouTuber, sag, ich bin Star und so. Ich habe keine Zeit, hier zu bleiben. Ey, der Legende aus der... Abgehoben. Bro, diese Kamera ist so sexy, die ist so scharf. Ey, wie lacht Liam? Hör doch auf, Bro. Oha, warum, Bro? Legendäre Grenze, Alter. Ich schau jetzt auf mein Laptop und tu es, als wäre ich ein Präsident. Bro, wir machen einfach wie Pablo auf Grenze. Mein Leben, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wow. Das sieht nett aus, gell? Schau, ich leg das alles gleich wieder rein. Wie gibst du ihm jetzt? 20 Euro. Einfach sein Smile an. Okay, let's go. Schau, wie glücklich er ist. Okay, let's go. Ey, sogar ich bin jetzt gut drauf. Wallah. Die Frau wollte mich noch zurückschicken. Also, was machen wir jetzt? Sie reden so, weißt du, Bro, gib uns irgendwas Kaffee trinken. Ich gebe ihm so 20 Euro. Also, ich schwöre, hättest du weniger gegeben, ich hätte zurück. Echt? Nee, Spaß, ist endlich in Bosnien angekommen, ich schwöre. Wallah, ich bin ja einfach in Bosnien, was mache ich hier, ja? Mein Herz hat wehgetan, weil wegen dem Weg. Ja, dann sag mir, dass du in Bosnien bist, ohne zu sagen, ja, dass du in Bosnien bist.
diese Basis, Bruder. Vorhin sind wir fast in den Transporter reingefahren. Transporttraktor, Mann, ich bin müde, lass mich in Ruhe, Alter, wo ich geschlafen hab. Bro, stell dir vor, du hast geklasse. Jetzt hier brennt. Vorhin, wir haben jetzt 12.06 Uhr, gerade immer noch dabei, mein Video zu schneiden. Wir haben noch genau 2 Stunden und 7 Minuten vor uns. Manja Luca, bis dabei. Jetzt Kopfhörer aufgesetzt, bin richtig müde. Oh ja, ich habe insgesamt 3 Stunden geschlafen, aber du hast ja gar nicht geschlafen. Bro. Ja, Bro, egal, wenn wir jetzt kommen, 1-2 Stunden schlafen, dass wir so ein bisschen vorhaben und dann heute Abend spätestens um 2 Uhr fetten, morgens spätestens um 10 Uhr, dann will ich los. Bro. Ja, Bro, wir chillen einfach nur einen Samstag da und Bro, ich will unbedingt ein Shawab essen. Das machen wir so. 100%. Als erstes. Dann brauchen wir von hier nach Albanien. Boah, lange, Bro. Ich wollte zu Leo fahren damals, ich schwör, aber 8 Stunden oder so, 9 Stunden noch. Nochmal? Oh, Digga, lohnt sich überhaupt nicht. Wenn es Autobahn gehen würde, safe 2 Stunden, 3 Stunden. Wir haben so Hunger, wir sind so müde. Heute ist Deutschland Regen, 15 Grad. Wir wollen nur noch ankommen. Wie viele Kilometer haben wir noch vor uns? 64 Kilometer noch vor uns. Ungefähr 1 Stunde Fahrt. Nur Langstraße und nur 60, 70 erlaubt maximal. Ja, es regt so auf. Okay, wir nehmen mal einen Atemzug in deiner City, Bro. Was sagst du, Bro? Wie ist? Boah, Walla, schön, Alter. Auf jeden Fall, das sind so, Digga. Boah, hier riecht so nach Chewab, Bruder. Gar keinen Bock, in 10 Stunden wieder zurückzufahren, gefühlt, nein, Mann. Bro, übertreibe. 22. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Bro, was ist das für ein Fußballstadion? Fußballstadion von Zenica. Bro, Bosnien ist cool, Digga. Okay, let's go. Wir sind hier jetzt auf jeden Fall in der Stadt, in Zenica. Was geht hier ab, Alter? Da ist Smart von Tropical. Da ist meine Schwester, glaube ich. Oder mein Vater. Wo? Der weiße Smart. Oida. Das ist ein Mädchen. Meine Schwester. Hat ihr schon Chewab-Fest? Nee, wir gehen jetzt. Hast du Mark oder soll ich wechseln gehen? Weil die haben keine mehr. Gibt's im Einkaufszentrum, was denkst du? Hey, Anna, steh immer. Nächstes Mal soll du gewinnen. Reicht. Ja, lass mich doch vor, Mann. Okay, let's go. Freunde, wir sind jetzt angekommen in Bosnien. Barisabe hat uns direkt zum Chewab-Laden gebracht. YouTube, komm. Nein, nur Buni, Digga. Labert. Doch, Bro, blink. Aber mit einem Y, oder? Ja. So, einfach so? Ja, Bro. Sicher? 100%, Alter. Haben wir so gemacht? Wir haben so gemacht, safe. Wo sind wir? Bevor ich irgendwas Falsches sage. Chewab-Jeans, Abeschlik, Digga. Genau da sind wir, ich kann es nicht aussprechen, Bruder, Walla. Bro, es riecht auf jeden Fall die ganze Straße nach diesem Chewab. Du trinkst mir schnell, Digga. Gar nichts. Geil, danke. Soll ich bestellen nächstes Mal, Bro? Also. Okay, komm. 3 Cola Zero. Ah, 3, also kannst du auch machen, Bro. So, nimm mal heimlich so auf, links von mir so. Sauber. Chewab Jeans, Bashel, Chusenzi. Ihr wisst Bescheid. Beste Chewab. Echt, beste hier. Bruder, du probier gleich. Das ist das Beste. Bro, ich hab auch einen in Augsburg. Ja, ich schau, wenn der in Augsburg besser ist als Bosnien, Bruder, dann hab ich die Hoffnung in Bosnien verloren. Bro, ich bin so gespannt auf diese Chewab, Bruder. Walla. Schau mal, 3 Cola machen. Wie heißt noch? Okay, jetzt bin ich gespannt. Auf diesen Moment. Warte schon seit 10 Jahren. Okay, let's go. Ist heiß. Wow. Ist echt lecker. Wow. Jetzt nochmal diese Zwiebel essen. Auf geht's, Bro. Apetosen. Bro, endgut, gell, war lecker. Ja, Bro, 30 Chewappe, 3 Cola und 1 Joghurt. Ja, 15 Euro. Oh, wo gibt's das, Alter? Oh, war Killer, Digga. Ich wünsche euch, was ich jetzt nochmal 10 Chewappe heute. Hello. Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Shisha-Bar von Maris. Ich bin mich geehrt, hier zu sein. Wallah, sehr schön. Echt? So Wallah, schön. Die heißt Tropical, die ist in Zenica. Was? Hier ist Kino, Bro. Alter, 500 Quadratmeter Fläche hast du hier, gell? Ja, Bro, das ist aber gar nicht, Bro. Ich baue mir meinen eigenen Silikonkopf. Maris hat einfach roten Tabak da. Bro, der ist einfach verboten, ich weiß nicht warum. Kommt 100% hier vorbei, die Urlaub hier machen. Einfach Tropical Zenica. Was ist das für Tabak? Blauer Tabak. Wie grün? Ja, grün. Ich schau auf meine Mutter, er hat grünen Tabak. Mein Mund ist so nass geworden, weil es so lecker aussieht. Ich esse es gleich. Ich spuck grad Endfehler, weil ich überfordert bin. Ist der Kopf zu stark, bist du zu schwach? Eisberg ist extrem stark. Es ist wirklich einer der stärksten Tabak, den ich habe. Er ist grün, Bruder. Ich finde mich gerade richtig cool. Ist es das? Das ist genau meins, Alter. Jo, der Hühni. Ihr wisst Bescheid. Diese Rügen, du Wichser, hast mich gefickt. Wo hast du jetzt gemerkt, dass blau ist? Da. Clean man, Motherfucker, Alter. Ben Bosnalı, Türkçe biraz konuşuyor. Das fühle ich richtig. Oh, geez, Bro. Erzähl. Behindert, Bro. Freunde, wir haben jetzt unseren Kopf geraucht. Wir fahren jetzt zum Aris nach Hause. Passt auf euch auf. Kommentieren, abonnieren und liken nicht vergessen. Wir sehen uns. Macht's das gut. Bye, bye.